Montag, 25. Juni 2018, 15.28 Uhr. Vor 4 Monaten wurde sie bei den im südkoreanischen Pyeongchang zur erfolgreichsten Biathletin der olympischen Geschichte. Jetzt beendet Darja Domracheva ihre beeindruckende Karriere. Es ist eine wohlüberlegte, aber schwierige Entscheidung. Ich habe lange nachgedacht, doch es ist Zeit, einen Punkt zu machen, sagte die 31-Jährige auf einer Pressekonferenz in Minsk. Sichtlich bewegt brachte die Ausnahmekönnerin die entscheidenden Worte fast nicht über die Lippen. In Pyeongchang hatte Domracheva ihre 4. olympische Goldmedaille gewonnen und damit die deutsche Kati Wilhelm von der Spitze verdrängt. Domracheva triumphierte mit Weißrussland in der Staffel. Imago Sven Simon Darja Domracheva bei der Olympiastaffel in Pyeongchang. Durch ihr Karriereende verliert der internationale Biathlonsport den nächsten großen Star. Erst im April hatte der 8-fache Olympiasieger und 20-fache Weltmeister Ole Einar Bjørndalen seine Karriere beendet. Das Besondere an den zeitlich so nahen Rücktritten: Domracheva und Bjørndalen sind verheiratet. Domracheva hätte gerne noch weitergemacht. Aber die 1,5-jährige Tochter Xenia steht im Mittelpunkt des Paars, das nach langer Geheimhaltung der Beziehung im Sommer 2016 in Minsk geheiratet hatte. Nach dem Saisonende habe ich versucht, einen Kompromiss zu finden, wie ich Kind und Sportkarriere verbinden kann. Aber leider habe ich keine Lösung gefunden, die diese zwei wichtigen Bereiche meines Lebens vereint, sagte Domracheva. Helen Weißrusslands, die Athletin, blickt auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück, vor allem durch ihre Olympiasiege. Nach ihrem Dreifach-Triumph von Sochi 2014 ehrte sie Staatspräsident Alexander Lukaschenko als Heldin Weißrusslands. Es ist die höchste nationale Auszeichnung. In Südkorea gewann Domracheva nicht nur in der Staffel, sie holte auch Silber im Massenstart. Danach wurde sie in ihrer Heimat zur einflussreichsten Frau gewählt. Zu ihren Erfolgen bei Olympia kommen 2 EM- und WM-Titel, 31 Weltcupsiege und der Gesamtweltcup 2015. Zur Weltklasse-Athletin formte sie der 2016 an Krebs gestorbene deutsche Coach Klaus Siebert. Vor allem von ihrem unvergleichlich ästhetischen Laufstil schwärmten Experten und KonkurrentInnen gleichermaßen. Auf die Saison 2015-2016 musste sie wegen einer Erkrankung am Pfeifferschenddrüsenfieber verzichten. Dann folgte die Schwangerschaft. Nur 3 Monate nach der Geburt ihrer Tochter und nach insgesamt 656 Tagen Pause kehrte Domracheva im Januar 2017 in Oberhof in den Weltcup zurück und gewann nur wenig später bei der WM in Hochfilzen Silber in der Verfolgung hinter Laura Dahlmeier.